Willkommen Reisende, ich bin Free2Play und bin euer Guide für ein erfolgreiches Free2Play-Abenteuer in Osterra. Und heute knüpfen wir uns endlich Gertrude vor. Vor knapp 2 Wochen habe ich schon ein Video gemacht, wo ich ein Team zusammengestellt habe, um Gertrude zu erledigen. Aber das hat sich leider doch etwas anders ergeben. Ich brauchte doch noch ein wenig Unterstützung. Und zwar in diesem Fall in Form von Hasumi, die tatsächlich Glossum ersetzen soll, den halt sehr, sehr, sehr viele in der Community gerade nutzen. Warum Hasumi? Weil sie die Elementare und die Defensive auch noch stärkt. Zusätzlich mit Agnes bin ich dann am Ende bei 30%, also höher kann es eh nicht mehr gehen. Und die wechseln sich sogar beide ab mit dem Heilen. Hasumi heilt, Agnes heilt und Hasumi kann auch noch mit Blooming Ballad auch noch die SP auffüllen, wenn die zur Neige gehen. Und das ist bei diesem Kampf besonders essentiell. Das ist mir sehr, sehr, sehr oft aufgefallen, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, meine SP aufrechtzuhalten, aber trotzdem genug Ausrüstung zu haben, die meine HP pusht. Das war ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat, auf dem ich mich bewegt habe. Und trotzdem musste ich so stark sein, so viel Power geben, dass ich nicht ständig von ihren Healing Claves erledigt werde oder sie 3-mal hintereinander mit dem Ding angreift und eigentlich schon wieder Full Health ist und ich keinen Bock mehr auf diesen Kampf habe. Das war ein ultra, ultra belastender Kampf, aber ich bin froh, dass ich es jetzt innerhalb von 30 Zügen geschafft habe, um noch mindestens an dem Gertrude Race auch teilnehmen zu können. Gut, wollen wir doch mal loslegen. Ich habe den Kampf ein bisschen gekürzt, damit ihr nicht die ganzen Schritte seht, wie ich das Ganze mache und wie lange ich nachdenke über bestimmte Schritte, sondern dass wir quasi von einer Runde zur nächsten springen. Schauen wir uns das doch mal an. Los geht's! Am Anfang könnt ihr euch ja ein bisschen darauf verlassen, dass Gertrude euch nicht angreift. Ihr könnt lediglich eure Buffs einsetzen, eure Debuffs einsetzen, versucht ein bisschen ihre Schilde schon runterzubringen. Das empfiehlt sich in der ersten Runde sehr gut. Aber versucht auf jeden Fall so schnell wie möglich auch einen Regen rauszuhauen. Das ist mit Agnes natürlich auch erst ab 3 BP möglich, ist aber nicht weiter schlimm. So, dann wollen wir nochmal einen weiteren Waltz draufhauen. Und dadurch, dass ich jetzt allerdings nicht Cyrus vorne habe, habe ich jetzt einen Cure eingesetzt. Ich wollte nicht, dass sie, dass Lynette den Regen abbekommt, sondern dass es Cyrus ist, der diesen bekommt. Deswegen heile ich jetzt erstmal nur und konzentriere mich noch überhaupt nicht darauf, irgendwie die Defense zu stärken, weil jetzt ist sie noch gar nicht stark. Ja, also das heißt nicht stark, natürlich. Also im Vergleich aber zu allen anderen Arena-Champions ist sie nun einfach die stärkste. Aber ihre wahre Kraft entfaltet sie tatsächlich erst, wenn es dann halt auch in den nächsten Step geht. Nach ihrem ersten Schildbruch ist es meistens der Fall, wenn man ihre KP auf ungefähr 75% reduziert hat. Ich werde mal kurz was zu Agnes sagen. Ich bin extrem froh über diesen Charakter. Und wenn der nochmal demnächst kommt in der Bravely Default Collab, falls das nochmal wiederkommen sollte und man sie nochmal ziehen kann, ey bitte, holt euch diese Frau. Weil sie tatsächlich stetig ihre KP wieder auffüllen kann zu 30%, wenn sie getroffen wird. Das hat in diesem Kampf so viel ausgemacht. Und wenn sie getroffen wird, dann verlangsamt sie den Gegner. Und das glaube ich auch nochmal um 20% oder so. Und das ist echt, echt viel. Und dadurch bin ich sogar manchmal in der Lage, mit Lynette und mit Viola zu hitten, bevor sie angreifen kann. Und das macht unglaublich viel aus. Genau, hast du mir halt abgesehen davon auch noch den Skill, dass sie ihre BP auch noch bei um 30% ungefähr um 1 erhöhen kann, wenn sie angegriffen wird. Und das macht es natürlich nochmal einen Tick leichter, halt auch stetig mit relativ viel BP umzugehen, aber hat mir persönlich nie wirklich viel geholfen. Würde ich, also ich kann auf jeden Fall die Runden erhöhen, wie jetzt zum Beispiel der Guardian Bolero auch zählt, aber wirklich zählen würde ich jetzt nicht. Also diese Fähigkeit macht es nicht aus, im Gegensatz zu Agnes mit ihren Fähigkeiten. Das ist einfach nur krass. Genau. Also ich versuche auf jeden Fall immer den Bolero und den Protect aufrecht zu halten, damit die 30% auch wirksam sind, weil jetzt ist sie schon in der Phase, wo sie tatsächlich viel Damage machen kann. Später haut sie dann noch ihre richtig kranken Attacken raus. Da sollte man auf jeden Fall, hier Grand Cleave zum Beispiel, der ist halt ultra stark. Also wenn ihr da nicht ihren Angriff mit Viola runterschraubt oder mit einem ähnlichen Charakter und nicht den Protect drauf habt, dann macht das bis zu 4000 Schaden. Das ist einfach nur krank, diese Attacke. Die ist tatsächlich die schönste. Wenn sie das macht, den ganzen Tag, damit habe ich überhaupt kein Problem. Macht sie aber nicht. Also Grand Cleave ist einfach nur krass.
Genau, der Walls of Crimson Flames ist eine gute Maßnahme, um tatsächlich auch ein bisschen was für Cyrus zu tun. Und theoretisch könnte ich ja auch mit Eliza seinen Angriff boosten. Allerdings habe ich mich darauf konzentriert, so viel wie habe ich mir so viel Gedanken darum gemacht, stetig Damage zu machen und dabei einen Buff oder einen Debuff zu machen. Das ist mir tatsächlich am wichtigsten gewesen, ein Team zu haben, was genau das kann. Deswegen hat tatsächlich auch Glossin für mich nicht funktioniert. Oder Eliza zum Beispiel, weil die einfach in dieser ganzen Synergie nicht so richtig zusammengepasst haben. Zumindest nicht für mein Team und für meine Zusammenstellung, für mein Free-to-Play eben. Also das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert. Hier waren schon viele fertig, Turn 15. Das ist halt, also ich weiß nicht, wie manche das machen, aber wahrscheinlich sind auch viele Charaktere schon awakened auf Level 4 oder was auch immer. Und dann ist das natürlich deutlich leichter. Ich bin froh, dass ich wenigstens Agnes auf Level 2 habe, weil ich dadurch wenigstens ein paar mehr Attacken zur Verfügung habe. Das macht echt viel aus. Zurück zur alten Thematik. Ich habe tatsächlich über Viola habe ich den Blazing Dagger drauf. Obwohl ich ja eigentlich sowas wie HP Snatch zum Beispiel auch draufpacken könnte, was extrem hilfreich wäre und auch viel Damage machen kann. Aber bringt mir nichts, weil ich will ja Damage machen und gleichzeitig debuffen. Deswegen, wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt, das zu etablieren, macht das vielleicht lieber. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Genau, jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass ich schon unter 50% bin und ich könnte schwören, dass das jetzt auch schon wieder eine kritische Phase ist, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, seine Skills immer schön aufrecht zu halten, seine Defense zu buffen, wie es nur geht. Man sieht immer, wenn Agnes irgendwas macht, wie Regen oder Protect, dann ist Hasumi dabei, den Miraculous Dance zu machen, damit einfach immer der Life so weit wie möglich oben ist. Genau, jetzt habe ich wieder den Crimson Lotus draufgepackt, weil jetzt ist es nämlich gleich wieder soweit. Das ist immer eine sehr, sehr, sehr üble Situation. Immer kurz bevor ich den Break machen möchte, schicke ich ja ein paar Charaktere nach vorne, die dann halt die dann schon mal da sein sollen, um halt den nächsten Schlag auch schneller ausführen zu können oder schon ein paar von ihren BP auch nutzen zu können, ob es dann zum Beispiel nur 2 BP sind oder ähnliches, um halt schon mal einen Vorangriff zu machen. Das ist mir persönlich sehr wichtig gewesen, weil ich ansonsten nicht genügend Damage mache, um innerhalb von 30 Zügen fertig zu sein. Also dieser Kampf ist einfach unfassbar lang. Aber mit 30.000 Damage von Cyrus bin ich sehr, sehr glücklich und oh ja, jetzt beginnt tatsächlich die sehr interessante Phase. Also so kurz davor haut sie auch die Healing Claves drauf und da nicht immer nur einen. Also da könnte das RNG manchmal total gegen euch sein und dann haut sie das einfach 2-3 Mal raus und dann ist einfach das ganze Team vorne tot. Also das ist einfach so belastend und ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich es probiert habe, 10 Mal circa und jedes Mal halt irgendwie 3 Gigabyte Aufnahmen. Also naja, aber so ist das. Am Ende hat es ja dann doch geklappt, da bin ich sehr froh. Aber tatsächlich habe ich auch kurz bevor ich hier auch fertig geworden bin, auch noch eine kleine Tragödie erlebt, wodurch ich auf den allerletzten Meter noch dachte, das Mist, das wird nichts mehr. Und das ist interessant, weil ich ja eigentlich dachte, das läuft gerade extrem stabil. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass es extrem stabil läuft, dann wird man direkt enttäuscht. Das ist mir, glaube ich, 4 Mal passiert oder so, dass ich halt dachte, jetzt läuft's richtig gut. Ja. Versucht trotzdem so safe wie möglich zu sein, dass ihr nicht guckt, dass es zu viel, dass ihr zu viel jetzt auf Damage gehen wollt, weil wenn ihr ganz sicher nicht den letzten Schaden machen könnt, dann geht lieber erstmal auf sicher. So, Hasumi ist raus. Jetzt versuche ich eigentlich nur so schnell wie möglich halt noch ein bisschen Schaden zu machen, aber Hasumi ist einfach super wichtig, weil wenn Agnes oder Hasumi fehlen, dann ist einfach diese ganze Geschichte einfach vorbei eigentlich, ja. Das Gute ist, wenn Agnes noch überlebt hat, kann sie wenigstens noch raisen, aber das hat sich ja jetzt auch erledigt. Das heißt, eigentlich wollte ich jetzt schon wieder hinschmeißen, dachte mir aber, ach komm, ich zieh's jetzt noch durch und ich versuche jetzt einfach noch so viel Damage rauszuholen, vor allem, weil ich auch kurz vorm Break war. Und Hasumi hat jetzt auch noch die Möglichkeit zu heilen und ich habe auch noch ein bisschen Regen von 3 Zügen. Dann dachte ich mir, vielleicht
reicht das ja. Ja, mein Block ist auch noch da. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich noch eine gute Chance, da noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Und ja, wollte es einfach nochmal versuchen. Aber das musste leider so schnell wie möglich sein, weil so ein Grand Cleave noch und dann wäre eigentlich auch schon wieder der nächste Krach da raus. Danach dann die anderen Geschichten und dann ist auch wieder vorbei. Deswegen musste ich jetzt einfach loslegen, den Break vollkommen ausnutzen. Und ja, alles rausholen. Und da dachte ich mir, nein, ich habe es doch fast geschafft. Und dann hat sie natürlich noch mal ein bisschen was rausgehauen, zum Glück. Aber nur die Heavy Shadow Impacts. Das war mein Glück. Hätte sie irgendwelche anderen Dinger rausgehauen, dann hätte ich nicht mehr genug Charaktere gehabt, weil ich tatsächlich jeden einzelnen gebraucht habe, um den Kill hervorzurufen. Jeden einzelnen. Einer weg und es wäre vorbei gewesen. Puh, das war ein ganz schön anstrengender Kampf. Wie sah denn euer Team aus, als ihr Gertrude besiegt habt? Oder müsst ihr es noch versuchen? Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo hinterlassen, gerne das Video liken und ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis demnächst, euer Free-to-Player.